Also Dirk, vielen Dank, dass du dich kurz Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Erste Frage, deine Erwartungen an die Klimakonferenz? Ja, wir müssen hier einen Durchbruch erzielen. Wir müssen ja schauen, dass wir wirklich einen Pfad Richtung 2 Grad finden und gefährlichen Klimawandel vermeiden. Und da geht es um viel Technik. Wir müssen die neuen Energieträger durchsetzen. Wir müssen bestimmte ökonomische Regeln definieren. Aber am Ende des Tages ist für mich ganz wichtig, dass die Bekämpfung dieses globalen Erwärmungsproblems eigentlich eine zivilisatorische Herausforderung ist, eine normative Herausforderung, weil wir schädigen die Existenzbedingungen vieler zukünftiger Generationen. Und ich vergleiche das mit der Abschaffung der Sklaverei, woran wir hier arbeiten. Am Ende des Tages müssen wir irgendwann mal zurückschauen und sagen, im Jahr 2015, hoffentlich bei der COP21 in Paris, da haben wir die Weichen gestellt, um dieses Problem wirklich zu lösen. Und wir werden dann irgendwann mal sagen müssen, wie konnten wir nur in den 20 Jahren davor, in denen wir schon so gut Bescheid wussten, wie das Problem ausschaut, wie konnten wir nur immer weiter Emissionen in die Atmosphäre pumpen? Weil die Ergebnisse, die wussten wir ja. Wir verändern das Erdsystem, wir fahren in Richtung Tipping Points. Also ich glaube, wir haben es hier mit einer Veranstaltung zu tun, die die Ökonomie neu sortiert. Aber es geht auch darum, einen zivilisatorischen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. Und deine Ziele bzw. deine Forderungen an die Klimakonferenz? Also 2-Grad-Ziel darf nicht in Frage gestellt werden. Wir sollten nicht darüber hinausgehen. Damit wir das erreichen, das wäre die zweite Forderung, brauchen wir bis 2070 null Emissionen. Das heißt, bis dahin brauchen wir eine klimaneutrale Weltwirtschaft innerhalb von einer Generation, innerhalb von 50 Jahren. Damit das funktioniert, brauchen wir Finanzierung für Entwicklungsländer, die sich in diesen Prozess einreihen müssen und die wir unterstützen müssen dabei, ihre Anpassungen an die Folgen der globalen Erwärmung hinzukriegen. Also Adaptation ist sehr wichtig und Finanzierung dieses Prozesses ist sehr wichtig. Und was dann noch sehr bedeutend ist, das hört sich technisch an, ist aber sehr wichtig, wir werden hier Ziele vereinbaren, die basieren auf den freiwilligen Verpflichtungen, die viele Staaten eingegangen sind in Bezug auf Emissionsreduzierung. Wir wissen, dass die nicht ausreichen, um die 2 Grad einzuhalten. Also was für Mechanismen wir schaffen, damit das sukzessive angeschärft werden kann, ambitionierter werden kann, das ist sehr wichtig. Wir brauchen ein gutes Monitoring-System. Die Staaten müssen nachweisen, dass sie ihre Verpflichtungen umsetzen. Und sie müssen nachweisen, dass sie drauflegen, wenn wir das Ziel nicht erreichen können. Letzte Frage, deine Botschaft an die Menschen da draußen, die die Klimakonferenz verfolgen. Ja, das könnte hier ein historisches Ereignis werden, wenn wir ein gutes Ergebnis bekommen. Wir hatten in 2009 in Kopenhagen eine große Enttäuschung. Damals haben wir ja Ping-Pong gespielt. Wir haben allesamt gesagt, wenn ich wir sage, meine ich alle Staats- und Regierungschefs, die damals da waren, wir haben da ein Problem. Aber die Staats- und Regierungschefs haben dann mit dem Finger auf die anderen gezeigt, die Amerikaner auf die Chinesen, ihr sollt das Problem lösen, ohne euch können wir das nicht schaffen. Die Chinesen auf die Amerikaner, die haben gesagt, ihr müsst das Problem lösen, wir sind noch ein armes Land. Die Afrikaner haben auf die Schwellenländer und die Industrieländer gezeigt und gesagt, das ist unser Problem, weil wir haben die Klimafolgen zu ertragen, ihr habt das aber verursacht. Also wir waren verhakt in diesen ganzen Problemen. Zusammenhängen und Schuldzuweisungen. Was diesmal gelingen muss, ist eine Perspektive, dass alle dazu beitragen müssen, den Klimawandel abzuwenden. Weil wenn wir sagen 2070 null Emissionen, da muss ja jedes Land und jedes Unternehmen und jede Stadt und jede Organisation jetzt eine Strategie entwickeln, wie man die Emissionen überall auf null reduziert. Also alle sind verantwortlich, aber natürlich mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Deswegen brauchen wir Finanzierung, um solche Ungleichgewichte auszugleichen. Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Danke.